Wenn die Körpersprache der Politikerinnen und Politiker sich zu weit von unserer allgemein im Alltag verwendeten Körpersprache entfernt, empfinden wir sie nicht mehr als nahbar, sie wirken ein wenig distanziert. Bestes Beispiel ist Hillary Clinton. Jetzt bin ich auf ein Video gestoßen von Guy Verhofstadt, eine Rede, die er im Europäischen Parlament gehalten hat. Thema ist Viktor Orban. Zum Inhalt werde ich wie gewohnt nichts sagen. Ich will nur sagen, selten eine so vielfältige, so mitreißende Körpersprache von einem Politiker gesehen. Schon ganz zu Beginn zeigt er schon seine Intensität. Die Unterlagen verwendet er nur, um sich Stichworte zu holen. Und das ist ein Tipp für alle. Verwendet die Unterlagen nicht, um alles runterzulesen, sondern verwendet sie nur als kurzen Anker, um dann zu wissen, worüber du jetzt sprechen wirst. Wer das übrigens gemacht hat, ist Donald Trump. Er hat sehr oft frei gesprochen, sehr oft ist er hergegangen und hat einfach seinen Worten freien Lauf gelassen. Und viele Untersuchungen belegen, dass er damit glaubwürdiger rübergekommen ist, wie viele Politikerinnen und Politiker, die Rede einfach nur runtergelesen haben. Gleich zu Beginn zeigt er auch die Vielfalt in seiner Körpersprache. Er steht zum Beispiel da mit einer Hand in die Hüfte reingesteckt. Jetzt weiß ich, viele Theoretiker gibt es, die sagen, nein, man darf so nicht vor Menschen sprechen. Doch, darf man schon. Genau das zeigt die Spontanität. Einfach dieses, ich versuche nicht perfekt zu wirken, sondern aus mir kommt die Emotionalität raus und so etwas reißt mit. Seine Handbewegungen sind äußerst intensiv. Er zeigt mit der Hand immer wieder ganz zu seinem Thema, in dem Fall Viktor Orban, hin. Er zeigt somit mit seiner Körpersprache auch die Verbindung. Immer wieder ist die Hand ganz bei ihm. Er deutet auf ihn. Ja, er zeigt auch mit dem Zeigefinger auf ihn. Das hebt unglaublich die Energie und hebt unglaublich die Glaubwürdigkeit, wenn es um dieses Thema geht. Ja, der Zeigefinger. Ein Aggressionssignal. Aber warum ist er bei ihm hier glaubwürdig und hier vollkommen okay? Weil es zum Inhalt passt. Gefährlich wird es nur, wenn man dauernd mit dem Zeigefinger herumzeigt, ohne wirklich etwas zu machen. Wenn man aber sagen will, und das ist das Thema, das ich euch nach Hause hämmern will, dann ist es vollkommen okay. Eine Geste der Nachdenklichkeit ist immer, ich mache sie kurz nach, ist immer dieser Griff ans Kinn. Wenn wir nicht genau wissen, was wir machen, dann halten wir die Worte noch zurück. Guy Verhofstadt deutet das an, indem er nur die Hand aufs Kinn legt. Sowas sollten wir öfter sehen. Diese unüberlegte, diese einfach drauf los agierende Körpersprache wirkt unglaublich glaubwürdig. Wir sind erst eine Minute in seiner Rede drinnen und wir haben schon gesehen, ein Handreiben, eine Hand am Kinn, eine Hand in den Hüften, Handkantenschläge mit einer Hand, mit beiden Händen, Zeigefinger haben wir gesehen, das Ausstrecken der offenen Hand und noch einiges mehr. Wer in dieser kurzen Zeit schon so große Vielfalt an den Tag legt, ja, der ist als Redner immer interessant. Hier sehen wir etwas, was wir viel zu selten in allen Bundestagen, Nationalraten und auch Plenarsitzungen sehen, auch in viel zu wenigen Unternehmen. Er dreht sich sogar rundherum nach links, nach rechts und bezieht somit alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein. Ja, damit fällt es natürlich leicht zuzuhören. Wie unattraktiv wird da das eigene Smartphone, um vielleicht WhatsApp zu schreiben? Hier ist er richtig intensiv. Sein ganzer Körper, seine Mimik, seine Gestik, alles arbeitet mit und reißt damit mit. Es zieht uns richtig gehend in das Thema rein. Ich frage mich, wann haben wir so etwas das letzte Mal im Bundestag gesehen? Je mehr sich die Körpersprache von dem Inhalt entfernt und je mehr sich die Körpersprache von der gewünschten Emotionalität entfernt, desto unglaubwürdiger wird jemand. Das heißt, wir müssen mit unserer Körpersprache deutlich zeigen, was ich vom anderen erwarte. Wenn ich Aggressivität erwarte, dann muss ich sie auch mit meiner Körpersprache zeigen. Wenn ich Euphorie haben will, dann muss ich sie auch zeigen, indem ich die Bewegungen nach oben und auch ein wenig schneller machen will. Wenn ich etwas Beruhigendes haben will, muss ich auch mit meiner Körpersprache stabilere und gleichmäßigere Bewegungen machen. Erst wenn das alles übereinstimmt, haben wir das, was wir als Kinder gekonnt hatten, nämlich eine hohe Korrelation zwischen Inhalt und Körpersprache. Damit sind wir glaubwürdig. Was ich mir wünschen würde, ist eine Körpersprache, die mitreißt. Eine Körpersprache von Politikerinnen und Politikern, die sich nicht an Ausschusssitzungen und Parteisitzungen angeglichen hat, wo es sehr zurückhaltend zugeht. Nein, ich wünsche mir eine Körpersprache, die die Menschen wieder mitreißt in eine Euphorie und damit auch
in eine Zuversicht bringt.